Dankeschön, Jochen Schäfer für den Secret Service Song. Und wir steigen jetzt rein in die Vorstellung der Referenten. Die werden kurz ungefähr 15 Minuten lang ein Statement halten. Das werden wir mit einer Kamera aufnehmen. Also diejenigen, die nicht aufgenommen werden wollen, die müssen sich zurückhalten, bis die Statements vorüber sind, weil wir diese Statements dann mit etwas Verzögerung auch ins Internet online stellen. Ich möchte zunächst einmal danken, dass ihr gekommen seid, Jürgen Erdmann und Rolf Rössner. Dr. Rolf Rössner kommt aus Bremen, ist Rechtsanwalt und ist Mitglied im Kuratorium der Internationalen Liga für Menschenrechte, ist 38 Jahre lang illegal vom Bundesamt für Verfassungsschutz überwacht worden. Ich denke, dazu kann er mehr erklären. Was dazu zu sagen ist, dass es ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen in Münster gibt, das gerade erst, ich glaube, am 13. März, weiß, wenn ich das Datum richtig im Kopf habe, ergangen ist. Das ist allerdings immer noch eine Revision zulässig und insofern weiß man noch nicht, wie es endgültig ausgeht. Aber jedenfalls sage ich, es ist ein Skandal, dass er so lange überwacht worden ist. Und es ist aber nicht der einzige Grund, warum er hier ist, sondern ist auch hier, weil er zu den 25 Expertinnen und Experten gehört, die bei der Anhörung im Hessischen Landtag Kritik an dem Entwurf eines neuen Verfassungsschutzgesetzes geübt haben. Und diese Kritik soll er heute hier vortragen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass er auch der Jury der Big Brother Awards angehört, die am 20. April, also in wenigen Tagen, in Bielefeld überreicht werden. Und wer möchte, der kann entweder jetzt noch ganz schnell nach Bielefeld ins Stadttheater fahren oder, was auch eine Möglichkeit darstellt, das Ganze im Online-Streaming verfolgen, falls er die Möglichkeit dazu hat. Der zweite Referent ist Jürgen Erdmann. Jürgen Erdmann ist Datenschützer, arbeitet mit in der Gruppe Die Datenschützer Rhein-Main und ist Spitzenkandidat der Piratenpartei bei der Landtagswahl in Hessen. Die Landtagswahl findet statt am 28. Oktober und ich möchte Sie und euch alle darauf hinweisen, dass es einerseits die Möglichkeit gibt, dort zu wählen, aber es gibt auch die Möglichkeit, dort über eine Änderung der hessischen Verfassung eine Volksabstimmung mit durchzuführen. Und da möchte ich sehr darum bitten, dass möglichst viele kritische Geister sich mit diesen zur Abstimmung stehenden Entwürfen und Punkten auseinandersetzen, weil jeder einzelne zu ändernde Artikel wird einzeln abgestimmt werden. Das vorneweg. Und ich möchte jetzt erstmal das Wort an Dr. Rolf Rössner erteilen. Und ich möchte Rolf einfach mich nochmal bedanken für die Anreise aus Bremen. Und ich denke, du hast dich sehr intensiv engagiert bei Westentrojaner. Du hast aber auch in Bremen Eilenberger vor der Haustür. Und ihr habt eure Gruppe schon gleich Bremen-Trojaner genannt. Und in dem Sinne, wie ich das eben gesagt habe, den Verfassungsschutz schon mit als Trojaner. Oder in diesem Fall die Variante der Bespitzelung schon mit als Trojaner bezeichnet. Und ich möchte dich jetzt bitten, kurz zu erklären, warum du dich auch in Hessen als Bremer engagierst.